Herzlich willkommen zurück in der Katastrophenstadt City Skylines. Wir haben gerade keinen Strom. Warum nicht? Wir haben diesen wunderschönen Autobahnzubringer gebaut. Den reiße ich wieder ab. Und haben dabei die Stromleitung hier gekappt. Das ist klar, dass jetzt alle keinen Saft mehr haben. Die können wir jetzt nicht anschließen. Warum nicht? Ist? Ich will aber nur... Da geht's doch. Die müssen wir ein bisschen so hier anpassen, da anpassen. So, geht doch. Ist die jetzt? Nein, die ist nicht. Warum ist sie nicht verbunden? Wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht. Weg. Na, verschwinde. Wieso kann ich die da nicht anbinden? Wieso geht das nicht? Wieso will der das nicht? Wieso macht er das nicht? Jetzt will ich das. Los. Verbinde dich. Dann reißen wir sie ganz weg. Ist mir jetzt auch egal. Ort bereits belegt. Spinnst du? Warum? Was ist denn hier schon belegt? Also manchmal dann, ja. Ach so, alles klar. So, das und dann noch bis da und fertig. So, Arschlecken. Ich will wieder Strom haben. Bitte, bitte, bitte. Strom. Strom. Jetzt fließt Strom. Ja, endlich. Strom fließt wieder. Alles klar, gut. Ah, unsere Stadt ist gerettet. Ja, gut. Hoffen wir, dass unser Autobahnzubringer, den wir hier so formschön dran geklatscht haben, mein Gott, ist ja hässlich, funktioniert. Ich hoffe, der ist auch richtig. Ich muss mal gucken. Ja, gut. Also die kommen von hier, fahren hier ab, fahren da ab, fahren hier drauf und fahren da drauf. Ja, sieht doch gut aus. Wunderbar. Jetzt müssen die nur noch von da hinten aus dem Stau raus und dann haben wir hier eine gute Versorgung von unserem Industriegebiet. Ja. Den reißen wir nochmal ab. Schnell weg. So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Commercials. Gut, dann können wir hier hinten an dieser Biegung, sage ich jetzt schon, an diesem Schlauchgebilde, können wir jetzt mal ein paar Commercials ansiedeln. Damit die Leute auch einkaufen können und ihren Geld ausgeben. So. Ziehen wir die rum? Nee, nicht ganz. Machen wir hier einfach das Stück noch. Bäm, 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 bäm. So, fertig. Reicht. Haben wir da Wasser drunter? Jo, das haben wir schon gelegt. Wohlwissend. Haben wir unsere schöne Küstenlinie. Ein Traum mit blau-violett-braun Kackawasser. Alles klar. Wunderschön. Ja, hier kann man schon sehen, unsere Industrie, langsam, unsere Industrie, die versaut hier ganz schön unsere Gegend. Deswegen wollte ich ja eigentlich lieber dann später auf Bürogeschichten umsteigen. Damit wir nicht so eine hohe Umweltverschmutzung haben. Und die Bürogebäudegebiete, die kann man auch mit ins Wohngebiet pflanzen. Die haben nämlich keine negativen Auswirkungen, soweit ich weiß. Das klappt dann ganz gut. Ja, so, der Stau löst sich hier so langsam auf. Ich bin schon fast gewillt, diese Kreuzung hier wieder wegzunehmen. Aber ich denke mal, das wird dann in einem weiteren Stau enden. So, ja, Stau enden ist gut. Hier knotet sich das wieder alles zusammen. Skylines. Naja, gut, ist halt, sieht aus wie San Francisco hier. Ist halt eben späterem Verlauf dann doch eher eine, Verkehrsleitsimulation oder wie man das nennen will. Alter, ist das scheiße. Wie kriegt man so schön geschwungene Dinger hin? Ich verstehe es noch nicht. Ja gut. Da werden wir noch ein bisschen dran üben.
Ich hätte ja auch mal hier gucken können. Gibt es denn hier so einen vorgefertigten? Bitte. Ja. Das ist aber nur ein reiner Autobahnanbinder. Das wäre eine schöne Abfahrt. Aber die geht auch... Nee, die geht auch auf eine weitere Autobahn. Aber das haben wir ja hier nicht. Naja, klappt schon. Könnte natürlich jetzt die hier nach da oben so vorm schön anbinden. Ich weiß nicht. Momentan klappt es ja hier noch ganz gut. Das passt schon. Wir kriegen das Chaos schon hin. So. In der Zwischenzeit können wir noch weitere Wohngebiete ausweisen. Weil schon wieder Nachfrage herrscht. Das finde ich gut. Machen wir beidseitig? Ja. So. Das noch. Dann lassen wir gerade mal wieder ein bisschen Platz für Dienstleister. Zack. Und das noch. So, fertig. Gucken, was wir hier noch brauchen. Feuerwehr, Polizei haben wir hier hinten. Krankenhaus wollten wir noch hier hinten hinsetzen. Hier so eine kleine Arztpraxis, ne? Da ist sie. Zack. Da freuen sie sich. Dann haben wir noch Platz für einen kleinen Park hier. Wunderbar. Und können nachher die Küstenstraße nicht ganz da durchziehen. Ja gut, dann setzen wir die Parks halt um und die anderen Geschichten. Das klappt schon. So, warum wird hier nichts gebaut? Kannst du mir doch sagen? Weil das ein wenig blöde zugewiesen ist. So, jetzt kann er gebaut werden. Los. Baut. Jetzt. Jetzt sofort. Bauen. Jetzt. Bauen. Dann nicht. Wieso bauen die da nicht? Keine Ahnung. Jetzt bauen sie. Da kommen sie. Alles klar. Geht doch. Geht doch. Jeder will auch eine Küste. Was haben wir denn da? Wohncontainer? Das ist ja niedlich. So kleine Wochenendhäuschen. Aber eine Satzschüssel drauf. Traumhaft. Die Hügelresidenz. Ja, sehr schön. Holzresidenz, Granatresidenz, Sonnenseitresidenz, Madison-Residenz. Ja, ist klar. Lorbeer, Myrten, noch eine Myrten. Das ist die Hickory und die Lichtungsresidenz. Ja, ist ja schön. Ja, warum auch nicht? Sieht ja schön aus da hinten, so mit dem Berg. Hammer. Hammer. Gut, die Commercials sind ja auch fertig ausgebaut, haben auch anscheinend ausreichend Arbeitskräfte. Wie sieht es damit aus? Überqualifizierte Arbeiter gibt es also auch schon. Das ist ja ein Traum. Die Oberschule ist voll. Yeah. Ich denke mal, wir können auch noch eine Grundschule bauen. Ich schau mal eben Bildung. Oberschule ist verfügbar. Ja, die haben wir doch. Grundschule, genau. Hier unten wollten wir noch eine Grundschule hinpflanzen, damit die Abdeckung etwas besser ist und die nicht von Pontius nach Pilatus fahren müssen. So. Ihr seht, ich gehe auch schon relativ verschwenderisch mit dem Geld um, weil Kredit haben wir letztes Mal abgezahlt. Den haben wir nicht mehr und wir haben so gute Einnahmen im Moment. Budget. Wir haben auch noch keine Dings hier erlassen. Wie nennt sich das? Stadterlässe oder so. Das kommt später noch. Wir haben 14.000 Einnahmen und 10.000 Ausgaben. Also das hält sich sehr gut in der Waage. 4.000 Gewinn in der Woche. Ist das Woche? Ja, ne? Wöchentliche Einnahmen, genau. Das passt schon ganz gut. So, da schlängelt sie sich entlang. Wie werden wir denn mal hier weiterverfahren? Wir werden nach hier unten gehen. Das heißt, ich schau mal eben. Geht nicht. Diese Kachel, die kommt als nächstes. Das weiß ich. Und dann ziehen wir die Straße hier so dran entlang und können dann hier Richtung Autobahn nachher anschließen. Na, mal schauen, wie wir das machen.
In der Zwischenzeit können wir... Ja, ich ziehe noch eine parallel nebenher. Ne? Also diese geschlängelte Straße. So. Zack. Nein. Da nehmen wir diese einfache für... So, einmal ausweisen als Wohngebiet. Und am Ende dann wieder Platz lassen für Dienstleister oder dergleichen. Beziehungsweise wir können auch gleich mal eben einen Park da sehen, dass wir einen Park dazwischen kriegen. Wir müssen jetzt hier mal eben noch ein paar Wasserrohre verlegen. Wie sieht es denn aus mit Parks? Oh, 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 oh. Die haben sie hier aber bitter nötig. Da kommt ein Park hin. Da kommt ein Park hin. Dann kommt hier noch einer hin. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, haben wir ganz vergessen hier hinten. So, da noch einen dazwischen. Hier oben bei den Commercials können wir auch gerne einsetzen, dass wir das einigermaßen gut abgedeckt haben. Den ziehen wir noch da. Und hier in der Mitte noch einen. Und ihr merkt schon, überall wird fröhlich aufgewertet. Dann setzen wir hier noch einen hin. Und hier unten können wir den auch noch eingönnen. Dafür reißen wir dann auch mal eben ein Häusli ab. Zack. So. Sind die einigermaßen gleichmäßig verteilt. Kostet zwar einiges, aber so what. Dafür wird jetzt aufgewertet. Und aufgewertet heißt mehr Steuereinnahmen. Dann passt das. Gut, die fühlen sich hier anscheinend nicht wirklich gestört durch die Abwasserrohre. Finde ich interessant. Ja, schön. Es wächst und gedeiht. Da vorne brennt's. Ach, wie schön. Grillfest. Feuerwehr ist auch schon da. Das ist super. Schaffen die es zu löschen, dann waren sie rechtzeitig da. Ansonsten müssen wir in der Nähe noch wieder eine Feuerwache bauen. Das klappt ja auch ganz gut. Na, jetzt aber. Feuer gelöscht. Perfekt. Ja, letztendlich bleibt es dann doch immer noch so ein bisschen schachbrettartig, sehe ich gerade. Ja, mal schauen. Wir haben auch nicht irgendwie jetzt die großartige Möglichkeit hier, so sag ich mal, uns den Gegebenheiten anzupassen, der Landschaft. Man könnte hier jetzt so um den Hügel rumbauen. Spaßeshalber. Das heißt, wir werden die nach da ziehen und dann hier so rum. Mal gucken. Wir könnten auch mal... Genau. Dann nehmen wir mal eine etwas bessere Straße. Eine kleine Allee finde ich auch schöner. Ich weiß nicht, ob die... Zum Beispiel in dekorativen Bäumen, gefahrigen Lärmbelästigung. Ah, okay. Unterstützt geringes Verkehrsaufkommen und erhöht den Bodenrichtwert. Ja, das heißt, wir werden alle Straßen aufwerten. Dann könnt ihr aber nicht mal parken. Egal. Dann werten wir halt ein bisschen auf. Na. So, da wächst sie, die Allee. Na, komm schon.
Dann werden wir also mal schauen, dass wir in Zukunft die höherwertigen Straßen nehmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Bodenrichtwerte hochgehen. Haben wir schon? Ja. Die Bodenrichtwerte hochgehen und dementsprechend auch die Gebäude ausgebaut werden, Steuereinnahmen steigen und so weiter. Ich finde, das ist eine gute Maßnahme. Da sieht man schon fröhliche Gesichter, die sich leicht umsetzen lässt und dauerhaft dann gute Werte bringt. Dafür ist der Unterhalt zwar ein bisschen höher von den Straßen, aber egal. So. Tak, 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 tak. So, lassen wir das mal bis da. Ziehen hier noch runter. Unser erstes Wohngebiet wird dann auch gleich mit komplett Alleen versorgt. Wir haben es ja. So. Na komm schon. Bis. Jetzt stehen da halt Bäume statt parkende Autos. Ne? Sieht auch schön aus. So, fertig. Fertig? Tatsächlich, fertig. Super. Nichts vergessen? Nö, nichts vergessen. Es wuselt, es wuselt. Hier unten, ja, alles fertig, alles fertig, alles fertig, alles gut. Das gleiche können wir natürlich dann hier mit den großen Straßen machen später. Aber da kommen wir noch zu. Erstmal schauen, dass wir das auch so ausgebaut bekommen, dass wir keine großartigen Staus und sonstiges uns hier erzeugen. Es ist schon wieder Nachfrage nach Commercials. Ja gut, dieser europäische Baustil hat natürlich den Nachteil, dass sehr viel Fläche verbraucht wird, aber mein Gott. Kriegen wir die Karte wenigstens auch voll. Wir ziehen hier mal noch komplett Commercials dran. Einfach weil wir es können. So. Das lasse ich frei. Mist. Ich habe eine Meldung gekriegt, aber keine gesehen. Die Kapazität. Was? Die Kapazität von Mülldeponien und Friedhof ist begrenzt. Ja, ist ja schön. Ach so, ja, wir müssen die auch ab und zu mal leeren. Da brennt es. Die Feuerwehr ist schon da. Was brennt denn da? Die Eiswürfelfabrik, ja. Wie kann die Eiswürfelfabrik brennen? Naja. Diese Deponie ist voll. Gebäude in andere Einrichtungen leeren. Ja, und wohin? Machen wir das doch mal. Mehrere Probleme. Ja, keine Ahnung, wo sie es hinbringen. Zum Nachbar vielleicht. Da haben wir noch Platz. Ja, wir werden auf jeden Fall recht zügig, denke ich mal, die Müllverbrennungsanlage erstellen müssen. Ganz einfach, damit der Müll auch verbrannt wird und nicht aber gelagert wird. Friedhof haben wir noch Platz genug. Wie sieht es denn aus mit der Müllverbrennung? Dafür brauchen... Ja, wir brauchen noch 1000 Einwohner. Ah, das schaffen wir. Locker. Dort gibt es ein Müllproblem, ja, ist klar. Dann werden wir mal eben noch die Straße hier rausziehen. Und die auch. Mit dem einzigen Zweck, eine weitere Mülldeponie zu bauen. Perfekt. Gut. Soweit so gut, soweit so schön. Ich hoffe, das Müllproblem erledigt sich dann da hinten. Wir können hier noch, da ziehen wir nachher auch nochmal eine Straße durch. Und hier so 1, 2, 3, hier die schlängelt sich so schön hier am Berg entlang. Finde ich gut. Ja, so wollte ich das. So mag ich das. Prima. Würde ich sagen, war es das für den Moment. Und sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge City Skylines. Ciao.